Weihe Deutschlands ans ungefleckte Herz Mariens. Allmächtiger, ewiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, durch einen einzigartigen Gnadenerweis deiner göttlichen Vorsehung ließest du dereinst unser deutsches Vaterland, Hauptträger des Heiligen Römischen Reiches und Heimat vieler Heiliger deiner Kirche sein. Aus ganzem Herzen danken wir dir für diesen schimmlischen Gnadenerweis. Aus eigener Schuld und zu seinem eigenen Unheil ist unser Volk dieser Sendung untreu geworden und hat sich deiner Gnade unwürdig gemacht. Seither verbreitet der Geist der Lüge, der Menschenmörder von Anbeginn, sein Werk der Zerstörung. Mehr denn je ist unsere Heimat heute heimgesucht von der Geißel des Neuheitentums. Die Seelen gehen verloren, die Ehen und Familien zerbrechen. Das öffentliche Leben ist eingetaucht in Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit. Unser Volk blutet aus tausend Wunden. In dieser Stunde voll Bedrängnis wenden wir uns im Geiste der Demut und mit zerknirschtem Herzen, aber voll Vertrauen auf die unendlichen Verdienste des Leidens unseres Jesus Christus, an dich, O Maria, du Königin des heiligen Rosenkranzes, du Hilfe der Christen, der Siegerin allen Schlachten Gottes, tendierst von Anbeginn verheißen, das Haupt der alten Schlange zu zertreten. Im Angesichte des ganzen himmlischen Hofes und der heiligen römischen Kirche auf Erden weihen, übergeben und schenken wir heute deinem unbefleckten, schmerzhaften und gnadenvollen Herzen unser deutsches Vaterland mit all seinen Bewohnern und Einrichtungen. Nimm du sein Geschick in deine mütterlichen Hände. Sei du wahre Königin der Regierenden und Regierten. Bekehre die Abständigen, erleuchte die Irrenden, führe die Ungläubigen gütig zu einem Schafstall deines göttlichen Sohnes. Präge allen Geistern und Herzen Christi. Präge das Königtum deines Sohnes in der ganzen Gesellschaft der Strahle. Wir wollen das unheimlich und darum Land und Volk unter deinem mächtigen Schutz. Sei und bleibe eine Schutzwehr unseres heiligen katholischen Glaubens und unserer Treue zum Stuhl Petri. Schenke uns heiligmäßige Priester, einen tüchtigen Ordensnachwuchs und viele kinderreiche christliche Familien. Sammel das ganze Volk um die Opferaltäre deines göttlichen Sohnes. Erflehe für unsere Kinder wahrhaft katholische Schulen. Sei die Verteidigerin der Unschuld, die Zuflucht der Sünder, das Heil der Kranken. Dir empfehlen wir unser ganzes Leben, unser Arbeiten und Leiden, insbesondere aber die Stunde unseres Todes. O Mutter der Barmherzigkeit, nimm diese unsere Weihe gnädig an. Lass uns derselben würdig leben und zeige uns, wenn unser Auge bricht, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. Amen. Seht das Kreuz Christi, flieht ihr bösen Geister. Gnaden, unser deutsches Vaterland. Maria, Hilfe der Christen, befreie unsere Heimat aus den Fesseln der sieben Hauptsünden und versenke und versiegle uns in dem Strom des kostbaren Blutes Jesu. Mutter vom guten Rat, weise uns den Weg des erlösenden Kreuzes, des Opfers und des selbstlosen Dienens, der Tugend und der Heiligkeit, der Liebe des Lebens, Gott. Heiliger Erzengel Michael, Patron Deutschlands, verteidige uns im Kampfe
Heiliger Josef, Schutzherr der Heiligen Kirche, bitte für uns. Heiliger Bonifatius und Heiliger Petrus Canisius, Apostel Deutschlands, bittet für uns. Heiliger Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde, bittet für uns. All ihr vielen Heiligen des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, alle heiligen Märtyrer des Dritten Reiches, bittet für Deutschland. Dompropst Bernhard Lichtenberg, Pater Rupert Meyer, Benedikta vom Kreuz, Edith Stein, Anna Schäffler, Katharina Emmerich, bittet für uns. Amen. Germania, Regina Germania, Ocha pro nobis. Jetzt in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gott, die Hilfe, segne mein Tempel, segne all mein Gut. Lass in deinem Segen da und auf dir ruhen. Trost des Mutters, Trost des Mutters.